Hallo Leute, Mark Bellinghaus. Ja, die Aftermath der Römertage in Haltern. Heute ist der 21.8., sind jetzt also 3 Tage später und ich habe drüber nachgedacht, ob ich überhaupt irgendwas dazu sagen soll. Ihr könnt ja an den Videos ganz knallhart sehen, was sie gemacht haben. Das sollten eigentlich professionelle Darsteller, Römer-Darsteller sein. Und die haben sich da zusammengetan. Ich stand an der Ecke. Das Event war eigentlich so gut wie vorbei. Die haben mir da große Erklärungen gemacht, Drill und so der Römer. Ja, und dann, mein Vermieter Herbert war Gott sei Dank dabei. Der hat das alles mitgekriegt. Der ist auch in dem Video auch zu sehen am Schluss. Und wir waren an dem Samstag zuerst in der Stadt halt an Essen. Und dann haben wir gesehen, dass da zufälligerweise Gay Pride war, also CSD Haltern, zum zweiten Mal übrigens. Und das sah sehr gut aus. Ich bin da hingegangen, um Hallo zu sagen und habe dann zufälligerweise von Sandra Bullcock auch noch diesen Strauß aufgefangen, als sie Like a Virgin gesungen hat. Dieses Video habe ich ja auch gepostet. Ja. Und ich dachte, Mensch, doof, dass die beiden Events am gleichen Tag stattfinden. Und wir hatten ja vor zu diesen Römertagen. Das war am Samstag, wir waren Samstag und Sonntag da. Und wie gesagt, ich war Arminius. Das war ja der Germanenführer, der die Römer besiegt hat. Vielleicht ist das diesen sogenannten Römerdarstellern so ein bisschen aufgestoßen, weil mir wurde ja sogar von der Leitung des LWL-Museums gesagt, dass man mich da nicht so gerne sehen würde. Aber ich finde das richtig lächerlich, beziehungsweise schon eigentlich peinlich, weil Arminius hat die Römer besiegt. Und ich kann ja nichts dafür, dass Haltern eben ja, von den Römern damals gegründet wurde und die Germanen unterdrückt hat. Und ja, Zivilisationen nach Germanien zu den sogenannten Barbaren gebracht. Ihr habt ja gesehen, es wurden ja blöde Kommentare auch gegenüber den Germanendarstellern gemacht. Aber Homophobie braucht sich 2024 kein Mensch gefalten lassen. Vor allem nicht, weil ich das übelste Coming-out hatte mit 16, was sich überhaupt irgendjemand vorstellen kann. Deswegen werde ich jetzt mich an die Haltener Zeitung wenden und denen diese ganze Sache verklickern. Und dann auch noch werde ich erstmal mit dem Museum kontaktieren, werde auch dieses Video denen zeigen, weil da sollte man wirklich diese Darsteller, ich weiß nicht, wie viel dafür bekommen, ob die überhaupt was bekommen, ich nehme an, ja. Es war ja ein sehr, sehr schöner, sehr erfolgreiches Event. Insgesamt waren da 16.000 Menschen, Besucher, an beiden Tagen, also letztes Wochenende. Und das, ich habe das auch nicht gewusst, es findet nur alle 2 Jahre statt. So, jetzt ist mir das richtig aufgestoßen, weil die da Händchen halten gegangen sind, haben so Worte gesagt, ich habe da Israel und Juden und irgendwie sowas. Hab das jetzt mehrmals mir angehört, das Video, und das ist schon ein harter Brocken. Ich finde das nicht lustig. Ja, ich habe gelitten, schwerst gelitten, weil ich mit 16 ein Coming-out hatte. Dann waren das andere Zeiten als heute. Es war sehr schwer, hat mich eine Menge Überwindung gekostet gegenüber einem Vater, der erklärter Nazi war früher. Der ist schon längst tot. Und der gesagt hat so Sachen wie... will ich eigentlich gar nicht jetzt hier im Video sagen, harten Tobak. Ja? Aber wenn wir in unserem Land uns auf unsere Demokratie berufen und aussprechen gegen Ungerechtigkeit, gegen üble Aggressionen gegenüber irgendwelchen Randgruppen, wie zum Beispiel LGBTQ, Sternchen und so weiter, ja, dann müsste man wirklich denken, dass diese erwachsenen Männer, die da Römer dargestellt haben, besser wissen und nicht sowas Übles machen
gegenüber einem Besucher, ich habe ja da nicht mitgemacht, ich bin da nur als Arminius rumgelaufen, weil ich diesen Helm da hatte von dem Hermannsdenkmal, habe gedacht, was kannst du damit basteln und als Künstler dich einbringen? Und das habe ich. Ich denke, das habe ich. Und zwar sehr gut, weil es haben viele Leute gedacht, ich würde da mitmachen. Und vielleicht ist das diesen sogenannten Herrn aufgestoßen oder es hat einen ganz anderen Grund. Und das wird dann alles auch mit auf den Tisch kommen, denn, wie gesagt, ich berufe mich auf unser Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3. Kein Mensch darf in unserem Land unter unserer Gesetzgebung nach dem Grundgesetz in irgendeiner Weise wegen seiner Abstammung benachteiligt werden. Und das bin ich, seit ich denken kann. Seit ich 4 Jahre alt war und mich an meine ersten Eindrücke, die in diese Richtung gingen, erinnere. Leider, ich habe ein sehr, sehr gutes Erinnerungsvermögen und ich kann mich an diese ganzen Missbrauchsvorkommen im Theater, im Alumnat, bei Film und Fernsehen und so weiter, kann ich mich bestens erinnern. Leider. Dann kommt das immer hoch und es sogar in Träumen. Ich bin wahrscheinlich bis zu meinem Tod in Aufarbeitung. Und ich habe auch nicht umsonst gefordert von der evangelischen Kirche, dass sie mich als den Nachfolger von Annette Kurschus einsetzen sollten, denn dann würde die evangelische Kirche ein richtiges Zeichen setzen. Sie wäre der katholischen Kirche um so viele Megaschritte voraus, denn die müssten dann auch mal irgendwie nachziehen und irgendwie ein echtes Zeichen außer Kohle setzen. Die katholische Kirche hat jetzt einigen Missbrauchsopfern 300.000 Euro bezahlt. Und ich kämpfe, dass das bei der evangelischen Kirche auch so gehandhabt wird. Das sind so viele alte, ältere Missbrauchsopfer, die haben mal so gerade 8.000 Euro bekommen, was wirklich eine Schweinerei ist. Und wenn ich wirklich von der Kirche berücksichtigt werden würde, es wären ja nur für ein paar Jahre, dann könnte ich wirklich etwas Bahnbrechendes machen. Und ich könnte natürlich die geflohenen Christen, die abgehauen sind wegen dieser ganzen Missbrauchskacke in beiden Kirchen, könnte ich fragen, ob sie vielleicht zurückkommen möchten. Aber das will eigentlich keiner in der evangelischen Kirche kapieren. Insofern, Leute, das geht nicht. Homophobie ist Kacke. Und das brauche ich mir auch nicht gefallen lassen. Und ja, ich weiß, die Haltener Zeitung wird mich wahrscheinlich einfach ignorieren. Aber ihr könnt selbst in dem Video sehen, was diese sogenannten Römerdarsteller gemacht haben. Und ich finde das richtig, richtig scheiße. Also wirklich, ich habe denen Komplimente gemacht. Ich bin mit meinem Vermieter, wir sind da rum, wir haben da Fun gehabt. Ihr seht ja noch Videos, ich habe noch viel mehr, werde ich auch posten. Aber das geht nicht. Das ist so übel. Und dann noch in einer Stadt, wo am gleichen Tag, am gleichen Wochenende CSD stattfindet. Das ist keine Art und Weise, wie man Menschen behandelt. Egal, von wem diese Menschen abstammen. Denn ich kann genauso wenig für meine Großeltern wie ihr. In diesem Sinne, peace out und denkt drüber nach. Ciao.